Zuerst müssen Sie sich bei PyCockpit anmelden, um den Client zu installieren. Sie können sich entweder mit Google anmelden oder ein neues Konto registrieren. Für dieses Video habe ich bereits ein Konto. So sieht die Web-Oberfläche aus. Hier haben wir die Option, einen neuen Raspberry Pi hinzuzufügen. Also gehen wir hier hin. Es steht Pi-Namen festlegen. Wir haben einen Pi 5, den wir Pi 5 nennen können. Wir können entscheiden, ob das Skript für mehrere Raspberry Pis oder nur für einen Raspberry Pi ausgeführt werden soll. Ich werde die Optionen offen lassen, falls ich es später erneut verwenden möchte. Ich muss mein Passwort erneut eingeben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Installation durchzuführen. Wir können das mit einem Einzeiler machen, der hier mit curl beginnt und hier mit sh endet. Sie können auf Kopieren klicken, wenn Sie möchten. Oder Sie installieren über unser Installationsskript, indem Sie es zuerst herunterladen und dann auf dem Pi ausführen. Fangen wir damit an, den Einzeiler zu kopieren und einzufügen. Wir müssen uns mit dem Raspberry Pi verbinden. Ich melde mich über seine IP-Adresse an. Ich kopiere die Zeile, drücke Enter. Und jetzt können wir zu dieser Seite zurückkommen. Und alles, was wir tun müssen, ist die Seite neu zu laden und unser Pi 5 ist wieder da. Okay, gehen Sie einfach hier oben hin und Sie sehen den Button Pi hinzufügen. Klicken Sie auf Pi hinzufügen. Hier können Sie den Namen des Raspberry Pi ändern. Ich schreibe hier Pi 5. Ich werde dies mit einem API-Schlüssel tun. Also schreibe ich nur zur Erinnerung API. Möchte ich das mehrfach verwenden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich lasse die Option vorsichtshalber offen. Gehen wir hier auf Weiter. Ich muss mich erneut authentifizieren, um PyCockpit zu zeigen, dass ich angemeldet bin. Und es wird in den CD-Ordner heruntergeladen. Nun müssen wir die Datei von diesem Computer auf den Raspberry Pi kopieren. Wir verwenden SCP, also müssen wir SCP PyCockpit Client Install.sh eingeben und das an unseren Raspberry Pi senden. SCP PyCockpit Client Install.sh an Adam unter 192.168.1.71. Dies ist nur meine lokale IP-Adresse für den Raspberry Pi. Passwort eingeben und jetzt ist es auf dem Raspberry Pi. Wenn ich ls eingebe, sehe ich es dort. Also gebe ich chmod plus x
PyCockpit Client Install ein. chmod plus x und dann tippe ich .- PyCockpit Client Install. Und jetzt wird das Script installiert. So there you have it. If you would like to see more videos about PyCockpit or other videos about Raspberry Pis, please like and subscribe.